Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Episode Clash of Clans mit mir, dem Fred. Und es ist bald soweit, der 10. Geburtstag von Clash of Clans steht tatsächlich vor der Tür. Es ist ja unglaublich, wie die Zeit vergeht, wie die Zeit verrinnt. 2. August 2012, der weltweite Release von Clash of Clans, am Anfang allerdings nur für iOS. Und wir wollen jetzt mal in dieser Episode drauf gucken, was uns denn eventuell erwarten könnte und ob ein großes Update zum Geburtstag vor der Tür steht. Und bevor sich jetzt wieder Leute beschweren und sagen, ja, aber ist das denn überhaupt ein Update? Ich möchte mal ganz kurz in den Raum werfen, wir hatten beim letzten Update hauptsächlich Quality of Life Sachen und sie haben es Update genannt. Und ich kann ja genau anhand des 5. Geburtstages 2017, kann ich euch genau sagen, was kam und dass es auf jeden Fall ein Update war und warum, das werden wir uns jetzt gleich mal angucken. Also, zunächst einmal, was hatten wir denn überhaupt für ein Hindernis beim 5. Geburtstag? Wir hatten diese rot-weiße Geburtstagstorte und was war die Story beim 5. Geburtstag? Lasst es uns mal durchgehen, lasst es uns mal angucken und dann werdet ihr sehen, ja, dass da auf jeden Fall einiges los war und warum sollten sie das jetzt nicht machen? Also beim 5. Geburtstag war richtig viel los, da gab es richtig geile Events und jetzt 10 Jahre? Das muss auf jeden Fall gefeiert werden und von daher gehe ich auf jeden Fall davon aus, dass sie was geplant haben. Das sind zwar nur Spekulationen, allerdings, ja, man kann es ja ein bisschen vorhersagen, wenn man sich die Geschichte des Spiels und vor allem auch die Geschichte der Events anguckt. Also, 4.8.2017, Bye Bye Builder, das Video, was sie rausgebracht haben, wo der Bauarbeiter sich einfach nicht richtig gewertschätzt fühlt, er fühlt sich nicht... ihm fehlt die Wertschätzung für seine Bauwerke, sagen wir es doch mal so. Und was macht er? Er geht einfach, er verlässt einfach das Dorf und mit seinem Verlassen starten 4 Wochen lang Events im Dorf. Im Heimatdorf, nicht im Nachtdorf, im Heimatdorf. Womit fängt's an? Woche 1, also um es jetzt nochmal zusammenzufassen, es gibt 4 Events und jedes Mal ändert sich die Bauhütte oder hat sich geändert. Woche 1 war Barbarenbauhütte plus Ramböcke. Oh, ich erinnere mich noch, das war so cool. Dann hat der Barbar die Sachen gebaut und die Bauhütte sah dann anders aus. Und du hattest dann Ramböcke im Spiel. Das war so dermaßen cool, muss ich sagen. Ich weiß gar nicht, ob es Angebote gab damals im Shop, aber ich gehe mal stark davon aus. Statue weiß ich jetzt gerade auch nicht, ob es irgendwas Spezielles gab, aber ich habe es ja gesagt, der Kuchen, der rot-weiße, den gab es auf jeden Fall. Das war auf jeden Fall auch schon mal ganz cool. Also klar, Hindernis zum Geburtstag, das gab es jedes Jahr. Allerdings ist es ja ein Unterschied, ob jetzt das Spiel 5 Jahre alt wird oder ob das Spiel 6 Jahre alt wird. Und es ist auch ein Unterschied, ob das Spiel 8 Jahre alt wird oder ob das Spiel 10 Jahre alt wird. Denn das ist ja wirklich schon eine Marke. Das ist ja wirklich schon ein runder Geburtstag. Und das wird wahrscheinlich auch bestimmt ganz anders gefeiert als jetzt zum Beispiel ein 8. oder 9. Geburtstag. Aber lass uns weitermachen. Woche 2. Der Riese übernimmt. Also ihr seht schon, die Dorfbewohner haben versucht, die Abwesenheit des Bauarbeiters ein bisschen zu kompensieren. Das haben sie natürlich nicht ansatzweise so gut hingekriegt, wie der Bauarbeiter das hinbekommt. Aber Woche Nummer 2, und das ist, oh, das war eins meiner Highlights, die Riesenbauhütte, also die Bauhütte mit dem Riesen. Allerdings war es nicht nur eine Bauhütte, die ein bisschen anders aussah. Nein, die konnte sich auch verteidigen. Das war schon so ein, vielleicht ein kleiner Vorgeschmack auf Rathaus 14, denn der Riese kam dann da raus und hat da noch, war im Endeffekt so eine Mischung aus Bauhütte und Wachposten. Das war Woche Nummer 2. Woche Nummer 3. Die Hexe hat übernommen, es gab wieder eine andere Bauhütte, die Bauhütte sah wieder etwas anders aus, ich habe auch echt nur ein Bild dazu gefunden, also es ist ein bisschen komisch, ich habe ein einziges Bild zu dem Ganzen gefunden noch, ich habe auf meinem Rechner leider auch nichts mehr gehabt, wo halt alle Bauhütten drauf waren, allerdings, was haben wir denn Spezielles gehabt bei der Hexe, ich kann es euch sagen, nämlich die Schrumpffalle, die wir auch vom Einzelspieler kennen, die auch ganz cool ist, die wir vielleicht auch von der ein oder anderen Challenge mittlerweile kennen, vom ein oder anderen Challenge-Level. Die Hexe hat übernommen, hat dann ein bisschen gebaut und wir hatten als Spezialkirsche auf dem Kuchen, sage ich jetzt mal, obendrauf noch die Schrumpffalle. Richtig cool. Richtig, richtig cool. Das war Woche 3. Vom Bauarbeiter nach wie vor keine Spur. Er ist in der Welt unterwegs, beziehungsweise doch eine Spur, denn er hat uns ja immer auf dem Laufenden gehalten mit Sachen, wo er gerade ist, ne, was er gerade besucht. Er genießt das Leben, er besucht unterschiedliche Orte und ja, lässt einfach mal die Seele baumeln und lässt einfach mal 5 Grade sein und ist einfach jetzt in diesem Moment dann kein richtiger Bauarbeiter. Dann Woche Nummer 4. Der Magier übernimmt die Bauhütte und was macht er? Er bringt einen Zauber mit, den Birthday Boom.
ja, quasi, wo dann von oben dieses Geschenk runterkommt oder die Geschenke, habe ich auf das Thumbnail auch draufgepackt, wo das am Anfang so ein bisschen größer noch ist und dann liegen dann quasi Geschenke darum. Ich weiß nicht, ob das noch Leute in ihrer Base haben oder ob das mittlerweile entfernt wurde. Die haben ja zwischendurch auch mal Sachen entfernt. Kleiner Fun Fact übrigens an dieser Stelle. Ich hatte damals, als die Ramböcke im Spiel waren, einen speziellen Rambock-Account, wo ich halt nur Ramböcke ausgebildet hatte. Und die waren dann im Armeelager und dann haben sie irgendwann, ja, haben sie irgendwann leider das entfernt. Haben sie irgendwann leider diese temporären Truppen aus den Armeelagern entfernt. Ja gut, ich kann es auch irgendwo verstehen. Denn sonst haben Leute halt jahrelang die Truppen gesammelt. Aber ein bisschen schade ist es natürlich schon. Und vierte Woche, Magier, Bauhütte plus Birthday, Boom, Zauber. Das war auch cool. Also man muss ja auch mal wirklich sagen, man muss ja auch an dieser Stelle einfach mal ein großes Kompliment an den Entwickler aussprechen. Also du hast ein Spiel, das hat 5. Geburtstag und du gibst dir so viel Mühe damit, dann gescheite Sachen auf die Beine zu stellen, diese Events, es ist einfach nur richtig cool und ich kenne Supercell jetzt schon so lange. Also ich kenne Supercell jetzt fast 10 Jahre auch, also sagen wir mal, ich kenne sie 9 Jahre. 9 Jahre bestimmt. Oder fast 9 Jahre. Es wird immer weniger. Na, sagen wir mal fast 9 Jahre. Und was ich aus der Erfahrung jetzt mittlerweile mitgenommen habe, aus dieser ganzen Zeit, dass Supercell ja sehr viel Liebe zum Detail in alles reinsteckt, was sie machen. Und es ist egal, welches Spiel das ist, es ist egal, welches Update das ist, oder ob das nur Bilder sind, ob das Videos sind, ob das Updates im Spiel sind. Alles, was sie machen, machen sie immer mit viel Liebe zum Detail. Und da steckt immer viel Hingabe hinter, im Gegensatz vielleicht zu dem manch anderen Entwickler. Und deswegen hat man das ja auch gesehen bei diesem 5. Geburtstag. Es geht Supercell jetzt nicht in erster Linie darum, können wir möglichst viele Pakete in den Shop reinklatschen, können wir damit möglichst viel Geld verdienen. Supercell denkt jetzt bei sowas wirklich, und das ist glaube ich wirklich, die denken in erster Linie immer an die Spieler. Und das muss man ja auch mal sagen. Ich kritisiere ja auch ab und zu mal, auch wenn es jetzt vielleicht nicht so oft ist. Das ist allerdings ja auch Es ist ja auch absolut legitim, wenn mir ein Update nicht gefällt, dann ist es ja auch mein Recht, das zu sagen. Aber wenn man sich das mal anguckt bei Supercell oder bei Clash of Clans, ja, dann sind vielleicht 19 von 20 Updates sind gut oder sehr gut. Dann ist vielleicht ein Update mal dabei, was mir nicht gefällt. Oder auch bei den Skins zum Beispiel, mir haben im Endeffekt alle Skins gefallen, bis auf die Roboter-Skins. Die fand ich nicht gut. Aber dann ist es ja auch mein Recht, das zu sagen. Wollte ich jetzt nur mal an dieser Stelle gesagt haben, dass halt Supercell wirklich immer sehr, sehr gut abliefert und sehr, sehr gute Sachen bringt. Das ist auf jeden Fall so. Und deswegen ist ja auch meine Hoffnung, dass wir jetzt zum 10. Geburtstag auf jeden Fall was Cooles sehen werden. Was es sein wird oder ob, das kann man natürlich nur spekulieren, ich habe es ja gesagt. Aber das ist ja auch die Sache, du kannst ja anhand der Geschichte, und ich habe ja alles aufgenommen über die Jahre, anhand der Geschichte kannst du das ja ein bisschen vielleicht vorhersagen oder vielleicht zumindest ein bisschen die Hoffnung schüren, dass wir da coole Events sehen werden. Was es sein wird, ich glaube, die haben da doch ein paar ganz gute Ideen parat und ich glaube nicht, dass sie uns enttäuschen werden, sagen wir es mal so. Was ich allerdings sagen kann ist, wenn es irgendwas gibt, was auch immer das sein wird, Infos oder auch Update-Sachen, egal ob das jetzt zum Geburtstag oder sonstige Geschichten, hier auf dem Kanal werdet ihr es als erstes erfahren, wie das auch schon seit 2013 der Fall ist. Dann aber noch zum Abschluss des 5. Geburtstages von Clash of Clans 2017, Comeback-Bilder. Ende August war es dann soweit. Der Bauarbeiter war wieder da, die Geschichte in dem Video ist ja eigentlich, dass sie es nicht hinkriegen, das gescheit zu bauen. Dann kommt der Magier noch an und baut eine Goblin-Kanone. Und dann schicken sie den Babydrachen los und der holt dann quasi den Bauarbeiter wieder ab. Und alle sind zufrieden, alle sind glücklich, der Bauarbeiter ist wieder da. Und alle können dann zusammen wieder ja, in ihrem Dorf leben und können wieder zusammen ein bisschen ja, das machen, was sie halt ansonsten machen. Denn der Riese ist ja nicht dafür da, um jetzt da großartig noch Sachen zu bauen. Oder die Hexe oder der Barbar oder der Magier, ne? Die sind ja dafür da anzugreifen oder das Dorf zu verteidigen. Die sind nicht dafür da, das Dorf auszubauen, was man ja dann auch gesehen hat. Und jetzt bitte ich euch an dieser Stelle um zwei Sachen. Nummer eins, wenn ihr irgendwelche Leaks findet, dann behaltet sie bitte für euch. Warum ist das so? Warum bitte ich euch darum? Damit man einfach, ich möchte natürlich auch, dass man diese Überraschung hat. Also das ist ja auch der Sinn, das ist ja der Sinn der Sache. Wenn es da was gibt, behaltet es bitte für euch, denn wenn es was zu verkünden gibt, dann werde ich das tun und dann wird natürlich auch der Entwickler, dann wird Clash of Clans selber das tun. Und für die Leute, die sich halt gerne überraschen lassen wollen, finde ich es natürlich dann gut, wenn die dann auch überrascht werden können und wenn die sich dann halt nicht vorher schon
irgendwelchen Spoilern ausgesetzt sehen. Deswegen, wenn ihr was findet, dann behaltet es bitte für euch und schreibt es nicht unter das Video drunter. Was ich mir aber wünsche, ist, dass ihr eure Wünsche hier drunter schreibt. Eure Wünsche, eure Ideen, eure Hoffnungen, was wir denn beim 10. Geburtstag von Clash of Clans sehen werden. Das würde mich mal interessieren, was ihr euch da vorstellt, was sich wohl Supercell da einfallen lässt. Während wir jetzt hier übrigens noch den Angriff sehen, aus unserem CW, das ist so lustig, den wollte ich unbedingt noch mit einblenden. 12 Sekunden, 11, 10, 9, 8, 7, was wird passieren? Da ist übrigens die Kampfbeute. Sozusagen der Nachfolger von den Events, die wir da ja gerade eben angesprochen hatten. Eine Sekunde und er schafft es nicht mehr ganz. Hihi. Er hat es nicht mehr ganz geschafft. Und damit sind wir am Ende von dieser Episode. Ich sage ganz herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wenn es dir gefallen hat, lass gerne eine Bewertung da, abonniere den Kanal, Glocke aktivieren und dann bis zum nächsten Mal bei einer Folge Clash of Clans mit mir, dem Fred. Mach's gut. Tschüss.